Hallo und herzlich willkommen zu Magic Academy TV. Heute im Starter-Ressort mit dem Thema Heimkino. Als Empfehlung der Woche wollen wir euch heute die iTunes Movie Trailers mit auf den Weg geben. Wer kennt das nicht? Ihr sitzt abends mit euren Freunden vorm Fernseher, streitet euch über das schlechte Fernsehprogramm und eigentlich wollt ihr euch doch so gerne nochmal die schon fünfmal gesehene DVD angucken, die im Regal schon verstaubt ist. Nein, das muss nicht sein. Es gibt Abhilfe. Einfach mal auf apple.com stöbern und sich die aktuellen Kinotrailer angucken. Und wie das funktioniert, zeige ich jetzt einmal ganz kurz direkt hier im Safari. Wir gehen auf apple.com/de bzw. einfach apple.de und werden dann umgeleitet, klicken auf den Bereich Mac und scrollen zum Bereich Programme. Dort klicken wir auf QuickTime und landen auf der Übersichtsseite, wo man Informationen zu QuickTime bekommt. Und wenn wir ein kleines bisschen runterscrollen, finden wir auf der linken Seite die iTunes Film Trailer. Durch einen Klick auf den kleinen Pfeil, der daneben steht, gelangen wir auf die Übersichtsseite der Trailer und können dort relativ simpel uns einfach einen Trailer aussuchen und mit einem oder zwei weiteren Klicks haben wir den Trailer auf unserem Schirm. Die Filme sind in der Regel auch alle in HD zu genießen, das heißt, selbst auf dem 27 Zoll iMac habt ihr volles Kinogefühl. Damit dieses Kinogefühl noch verstärkt wird, hat Apple noch eine kleine Software mit in das Betriebssystem integriert. Die Software heißt Front Row und ich möchte die euch gerne einmal zeigen. Dafür starte ich Spotlight, tippe Front Row ein und starte das Programm. Mein Mac wird dadurch komplett ausgeblendet und ich lande in der Kinoansicht des Macs. In der Übersicht sehen wir schon, es gibt Filme, es gibt Musik und Fotos. Wir wollen uns jetzt aber mit Filmen beschäftigen. Und ich klicke dort auf Filmtrailer. Beziehungsweise ganz wichtig zu wissen an der Stelle ist vielleicht, dass ich nicht nur mit meinen Pfeiltasten auf dem Mac navigieren kann, sondern dass der Großteil der Macs auch die Fernbedienung akzeptiert. Also die Infrarot-Fernbedienung, mit der ich ganz einfach durch das Front-Row-Menü durchnavigieren kann. Wenn ich die Home-Taste auf der Fernbedienung drücke, komme ich eine Ebene höher. Auf dem Mac ist es einfach die Escape-Taste. Wir sind jetzt bei den Filmtrailern angekommen. Und ich habe hier die Möglichkeit, mir Infos zu den Filmen anzugucken. Wenn ich ein bisschen länger drauf verweile, kriege ich noch die Facts und die Schauspieler und die Inhalte angezeigt und kann dann den jeweiligen Trailer starten. Wir gehen jetzt aber eine Ebene höher und schauen nochmal in den Ordner Filme. Das ist der Filmeordner, der sich bei uns im Benutzerordner befindet. Und sehen, okay, da ist jetzt ein Imagefilm, den schauen wir uns einmal gemeinsam an. Das könnte jetzt jedes beliebige andere Video sein, was ich dort gespeichert habe. Wichtig ist halt, dass das Format des Videos von Front Row auch unterstützt wird. So viel erstmal zu den Trailern. Kleine Info noch nebenbei. Die Trailer sind alle in Originalsprache. Das heißt, die meisten Filme, die ihr antrefft oder die meisten Trailer, die ihr antrefft, sind auf Englisch. Wenn es nicht Englisch ist, dann findet ihr sie auf Englisch untertitelt. Das wäre es soweit von der Empfehlung der Woche. Das waren die iTunes Movie Trailers und wir gehen jetzt weiter zum Switcher-Tipp. Ihr seid neu am Mac und fragt euch, wie ihr euch Filme angucken könnt. Dafür haben wir einen Switcher-Tipp für euch, nämlich zum Thema Filme. Es gibt zum einen den QuickTime-Player, den ich euch gerne einmal zeigen möchte. Dafür gehe ich in den Programmeordner und starte den QuickTime-Player. Dort habe ich jetzt die Möglichkeit, jede beliebige Videodatei zu öffnen oder auch, wenn ich möchte, eine Audiodatei zu öffnen und nehme mal wieder unseren Image-Film. Jetzt habe ich die Möglichkeit, in den Vollbildmodus zu wechseln, wo ich mich dann sozusagen zurücklehnen kann und das volle Filmerlebnis genießen kann. Durch einen Doppelklick auf den Film oder aber durch Command F lande ich wieder in der normalen Fensteransicht und kann das Programm vorerst beenden. Der QuickTime Player ist super, um die gängigen Apple-kompatiblen Dateiformate abzuspielen. Es gibt aber eine Reihe von Plugins und auch Drittherstellerprodukte, die man auf dem Mac installieren kann, um das volle Filmerlebnis zu haben. Diese werden wir aber nochmal in einer gesonderten Folge behandeln. Kommen wir nun zum DVD-Player, den ich ja vorhin schon angesprochen habe und auch nochmal ganz kurz zeigen möchte. Ich starte den einmal, also gehe ich wieder in den Programmeordner, suche mir den DVD-Player raus und starte ihn mit einem Doppelklick. Dann habe ich ein leeres Fenster mit schwarzem Hintergrund und der DVD-Player wartet darauf, dass ich eine DVD einlege. Das mache ich jetzt einmal und warte einen kleinen Moment und dann wird die DVD auch schon geladen. Jetzt ist sie aufgetaucht und der Film startet automatisch.
Im unteren Bereich habe ich die Navigation, mit der ich mich durch die DVD sozusagen bewegen kann. Das sind die üblichen Funktionen, die man kennt. Auf der linken Seite oben, unten, links, rechts und Enter. Und darunter einfach die ganz normalen Standard-DVD-Player-Funktionen. Pause, Start, Stopp, nächster Titel und so weiter und so fort. Und es gibt diesen kleinen Schieber, den man rausziehen kann, wo man weitere Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel die Tonspur, auswählen kann. Würde ich jetzt auf Tonspur klicken, könnte ich dort auswählen im laufenden Film, zumindest bei den meisten DVDs, dass ich jetzt von deutscher auf englische Originaltonspur umschalten möchte, beziehungsweise ich könnte auch die Untertitel aktivieren. Durch Command F beziehungsweise durch einen Doppelklick einfach in das Bild hinein gelange ich in den Vollbildmodus und kann mich dann komplett zurücklehnen und die DVD genießen. Wenn ihr euch genügend Trailer angeschaut habt und jetzt Lust habt, einen Film mal richtig zu gucken am ganzen Stück, dann geht ihr am besten in den iTunes Store und schaut euch dort mal um, denn dort habt ihr die Möglichkeit, Filme zu leihen und zu kaufen. Das machen wir jetzt einmal gemeinsam. Starten iTunes, klicken auf den iTunes Store und klicken auf den Reiter Filme. Wenn wir dann dort angekommen sind, dann haben wir die Möglichkeit, nochmal auf den Reiter oben mit der Maus drüber zu gehen und dann erscheint so ein kleiner Pfeil, auf den wir auch draufklicken können und bekommen ein Untermenü. Dort können wir durch die verschiedenen Kategorien und Genres nochmal durchgehen. Wir möchten jetzt aber unseren Fokus mal auf geliehene Filme setzen und schauen deswegen uns den Film Heavenly Creatures mal an. Und sehe dann, ich kann mir den Trailer anschauen, ich kann mir ein bisschen Infos durchlesen, wer hat darin mitgespielt und so weiter und so fort. Und auf der linken Seite sehe ich, ich kann den Film kaufen oder aber für 99 Cent leihen. Pro Woche gibt es immer einen Film, der 99 Cent kostet, alle anderen sind ein Tick teurer. Und wenn wir da draufklicken, werden wir nach unserem Passwort für unsere Apple ID gefragt, mit der wir im iTunes Store einkaufen können. Das gebe ich kurz ein. Und wir werden gefragt, ob wir dann auch alt genug sind, diesen Film zu schauen. Selbstverständlich, los geht's. Und wir werden jetzt noch einmal gefragt, Achtung, möchten Sie den Film wirklich leihen? Der Betrag wird von Ihrer Kreditkarte abgebucht. Wenn wir das bestätigen, kommen wir auf eine weitere Seite, wo uns dann angezeigt wird, vielen Dank, Sie haben den Film geliehen. Der nächste Schritt ist jetzt eigentlich nur noch links in der Seitenleiste auf ausgeliehene Filme zu klicken und dort sehen wir schon, der Film läuft in 29 Tagen und 23 Stunden ab. Ein Film, den man frisch geliehen hat, der hat immer 30 Tage Laufzeit, in denen man die Möglichkeit hat, den Film zu starten. Sobald man den Film das erste Mal gestartet hat, hat man 48 Stunden Zeit, den Film zu Ende zu gucken. Wir starten den Film jetzt einmal durch einen Doppelklick. Dann werden wir nochmal gefragt, möchtest du wirklich wiedergeben? Weil das ja mit der Verleihzeit zu tun hat. Und dann geht's auch schon los. Wir können auf Vollbildmodus umswitchen und uns im Kinosessel zurücklehnen. So viel zum Leihen und Kaufen im iTunes Store. Machen wir weiter mit dem Fun Fact der Woche. Fun Fact der Woche. Was hat Steve Jobs eigentlich mit Pixar zu tun und welche Auswirkungen hat seine Arbeit auf die Animationsfilme, die das Studio regelmäßig rausbringt? 1986 kaufte Steve Jobs die Computer Graphic Division von Lucasfilms für 10 Millionen Dollar und machte daraus das Animationsstudio Pixar. Steve Jobs selber war damals der CEO und ist es auch noch bis heute. 1995 produzierte Pixar mit Disney den Film Toy Story und ging an die Börse. 1997 gab es einen neuen Vertrag mit Disney und die Absprache war, es sollen weitere 5 Filme folgen. 2006 kaufte Disney dann Pixar für 7,4 Milliarden Dollar und durch diesen Deal wurde Steve Jobs größter Einzelaktionär bei Disney. Das wirkt sich auch auf die produzierten Filme bei Pixar aus, denn wie man im Beispiel Wall-E ganz gut erkennen kann, gibt es die ein oder andere Szene, an denen man ein Apple-Produkt wiedererkennen könnte. Das war's für diese Woche vom Starter-Ressort zum Thema Heimkino. Ich wünsche euch eine gute Zeit und freue mich aufs nächste Mal. Ciao.
must remember.